Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Menschen bekommen einen Platz am Tisch. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 25.01.2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir hören zu und wir bemerken es. Und alles, was wir hören und bemerken, hilft uns, euch besser zu helfen. Diese Reise, auf der wir uns befinden, ist eine, auf der wir alle zusammen sind, und wir wissen nicht immer, wie etwas, das wir euch präsentieren, empfangen werden soll, bis ihr es bekommt. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir immer darauf achten, was funktioniert und was nicht für alle funktioniert. Jetzt kommt ihr zu einer Zeit in eurer Evolution, in der ihr aufgefordert werdet, mehr zu tun und Teil von Gesprächen zu sein, die andere Wesen aus anderen Welten betreffen. Ja, wir sprechen von deinen außerirdischen Brüdern und Schwestern, die in physischer Form sind. Sie wollen, dass du etwas einbringst. Und obwohl viele von euch, die diese Übertragung erhalten werden, während eurer Astralreisen nachts helfen, ist es eine ganz andere Erfahrung, wenn ihr wach seid und an einem Tisch mit ETs sitzt, die sehr anders aussehen als ihr. Ihr bereitet euch auf diese Wechselwirkungen mit der astralen Reise vor, die ihr nachts während des Schlafes macht, und sie bereiten sich auf euch vor. Ihr seid als die Emotionalen in der Galaxie bekannt, und diese Emotionen, die ihr fühlt, werden ein willkommener Bestandteil der Gespräche sein, die im Physischen mit diesen Räten, Kollektiven und Föderationen stattfinden werden. Wir wissen, dass die Menschheit den Diskurs darüber, wie wir als galaktische Gemeinschaft in Frieden und Harmonie vorankommen können, intensivieren und bereichern wird. Und wir tun unser Bestes, um euch auf diese Gespräche vorzubereiten. Wir freuen uns darauf, sie zu verfolgen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Und vielleicht als kleine Ergänzung zu meinem Kommentar von gestern. Innererde sagt auch, dass die Fake-Hilfe, vor der ich gestern in meinem Kommentar gewarnt habe, vor allem darauf abzielt, dass wir uns verschließen gegenüber außerirdischen Rassen, die uns wirklich wohlgesonnen sind. Es leben ja auch schon Außerirdische in Innererde und arbeiten dort ganz normal mit und sind gleichzeitig Botschafter ihrer Welten. Die Vril zum Beispiel haben schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit deutschen Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und da ging es nicht um Waffen, sondern um gänzlich andere Technologie. Durch die Hollywood-Filme sind wir sehr stark manipuliert worden. Außerirdische in Filmen wollen zu 95% eigentlich immer die Erde zerstören und die Menschheit abernten oder versklaven. Wir sind also auch deswegen so misstrauisch gegenüber Außerirdischen. Je stärker unsere Intuition allerdings ausgeprägt ist, und das bedeutet, dass wir angeknüpft sind an höheres Wissen, desto weniger können wir manipuliert werden. Die Intuition hat übrigens nichts mit unserem Bauchgefühl zu tun
oder überhaupt mit unseren zum Teil noch sehr manipulierten Gefühlen. Ein Beispiel: Solange wir bei Spielfilmen noch mitgehen, lachen, weinen, Angst haben, uns freuen, sollten wir weiterhin üben, besser angebunden zu sein. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, wo wir auf Schauspieler und Schein hereinfallen, die uns etwas vormachen. Den meisten Wahrheitssuchern kann man immer noch Angst machen, und das mit relativ einfachen Mitteln. Da haben wir also noch Entwicklungspotenzial. Die Intuition ist nicht manipulierbar. Sie greift auf das Wissen deines höheren Selbst zu und auch auf die Akasha-Chronik, also auf die reine Wahrheit. Also auch das mit den Außerirdischen sollten wir weder zu kritisch noch zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Liebe Grüße, euer Wolfgang.